Hallo. Wenn jetzt hier keiner zuguckt, bin ich beleidigt. Ja, dann wollen sie es einfach nur trollen. Dann haben sie alle nur aus Troll gewotet. Ja. Da tut sich schon mal was. Live. Und die Werbung spielt. Werbung ist gut. So, in der Zwischenzeit können wir kurz gucken, wo zur Hölle sind wir eigentlich gerade? Wir waren offenbar bei einem Fragezeichen, würde ich vermuten. Genau, wir haben noch das eine gelbe Anschlagbrett da außen rechts. Da oben links. Ach, ich weiß wieder. Wir hatten diese Quest gemacht. Ich glaube, das war nämlich hier. Diese ja. Quest mit dem Riesen. Und genau, hier ist die Schmiede nämlich. Hallo, Alkrin. Hallo, Alkrin. Genau, wir haben das mit der Schmiede gemacht, mit dem Riesen zuletzt. Und sind dann wieder auf die Insel. Und dann war noch so, soll jetzt wirklich alle Fragezeichen machen oder nicht? Und dann haben wir gesagt, ach komm, machen wir zumindest auf dem Festland alle Fragezeichen. Ja. Und haben dann angefangen. Wir haben hier einmal so eine große Runde rum. Ja. Und haben gesagt, dass wir jetzt halt, glaube ich, hier lang noch die Fragezeichen machen, dass wir dann mit der Hauptquest weitermachen. Zumindest dann zum Ausrufezeichen gehen. Und dann mit der Hauptquest weitermachen. Und dann halt später weiter halt die restlichen Fragezeichen so machen können, Stück für Stück. Wir wollten jetzt immer so abwechselnd machen, Hauptquest-Fragezeichen, glaube ich. Das heißt, wo wir uns eigentlich relativ einig waren, dass wir nicht alle Fragezeichen abklappern wollen, die im Wasser sind. Obwohl ich vermute, wir werden es trotzdem machen. Ich sag nicht. Das sieht für mich sehr entmutigend aus. Von, weißt du, auf dem Festland war es wirklich noch so, ja okay, die Fragezeichen sind auf diesem riesigen Festland verteilt, aber hier ist einfach so, Batz, wir haben hier ein paar Fragezeichen, wir werfen sie ins Wasser. Geras in dem Fall alter Freund Krach an Kreid, lud die beiden zum Leichenschloss für den jüngst erschienenen König Brand ein. Solche Einladungen lehnt man das Skellige nicht ab. Endlich wieder Hexerabenteuer. Yep, Alkrim. Was hast du also auch für die Hexer gestimmt, ja? Solche Einladungen lehnt man das Skellige nicht ab, daher blieb Geras keine Wahl. Er traf sich am Burgturm mit Yennefer und nahm an der Totenfeier teil. Ah ja, wir müssen also jetzt an der Totenfeier teilnehmen. Ach stimmt, das letzte Mal, als wir Witcher gestimmt haben, hatten wir noch keine Kamera. Richtig, das ist jetzt schwierig. Das können wir unser Level nicht sehen. Egal. Ach, tut mir leid, heute ist es ganz schlimm, auch wieder mit Heustupfen. Klar, metzeln! Ja. Okay. Im Prey oder Search hätten wir auch jede Menge gemetzelt. Im Search sogar viel mehr Metzel. Aber so oder so machen wir jetzt ja gerade noch die Fragezeichenrunde zu Ende. Bis wir wieder zu den Ausrufezeichen kommen. Faster. So. Hunter. Galopp. Da werden zuletzt hier so ein paar Banditen getötet unten, ne? Sieht so aus, ja. Und ich laufe in die falsche Richtung. Du kannst ja ein Boot nehmen. Slower. Aber es sieht alles sehr küstig aus. Ich weiß nicht, ob ich da wieder an Land komme. Oh, stimmt, ja. Andere Richtung. Die letzte Quest, die ihr gemacht habt, war doch der Biers, oder? Wir haben Biers getötet? Ist das der Kopf vielleicht, den wir an Plötze haben, der momentan noch ausgerüstet ist? Possible. Haben wir zuletzt Biers getötet? Möglich. Ich find's ein bisschen doof, dass die Kamera unsere Karte verdeckt. Vielleicht sollen wir die Kamera woanders hinpacken? Wir können sie nicht woanders hinpacken. Wieso können wir nicht woanders hinpacken? Weil, wenn man diese Option wählt, ist ganz fest da oben. Und nirgendwo anders. Shit. Wir könnten halt wieder den kleinen Ausschnitt machen, wo wir dann wieder so sitzen müssen. Mit Chat an der Seite. Ich wollte gerade sagen, dann sehen wir auch den ganzen Kram nicht. Nee, dann ist aber der Chat an der Seite, dann schiebt er das Bild zusammen. Ach so. Die Wege sind doch ausgeschildert. Gut, ich sage mal so, wenn wir das grüne Licht sehen, wissen wir, dass wir in die richtige Richtung reiten. So einfach ist das. Weg da! Irgendwelche Wölfchen wieder. Level 20er Todeswölfe waren toll. Justianas Grotte. Aha. Da gehen wir doch mal rein. So haben wir eigentlich gerade die Zeit an. Gute Frage. Ich speichere mal. Wir haben die Katzenrüstung. Das ist nicht. Ah, nee, das ist nicht, was wir haben. Da drüben. Wir haben schwere Mahakama-Rüstung.
Katzenhandschuhe, Katzenstiefel. Katzenhunde. Genau, es war jetzt beim letzten Mal so, dass sich dann jetzt unsere endgültig nicht mehr gelohnt hat, unsere Katzenrüstung. Ja. Dass wir die halt upgraden können und dafür fehlt uns auch noch irgendwas, ne? Katzensilberschwert, Tiger. Stahlwaffe. Ja, und dann hier halt Schwalbe, der verbesserte absolut gefarztes Eisen. Das, was uns stärker macht und halt jede Menge Essen. Wasser. Teufelsbowist und. Was ist die andere Bombe? Ja. Überlegene Katzetsche. Ah, okay. Gucken wir doch mal, was ist denn hier? Guten Tag. Hallo. Willkommen in meiner Grotte. Kommen Sie doch rein. Hallo, Tschertki. Haarschleierlinge. Toll. Now in his eye. Wanna use it. Ich will das. Benutze auch. Das Auge von Nihalina. Du weißt doch genau, was das Auge von Nihalina ist. Ja, das war. Nein, nicht hier. Einfach X drücken, da steht interagieren. Oh. Hier war so, als müsste man es ausrüsten. Ich dachte auch eigentlich. Yay! So, Sie sehen The Witcher 3. Wir gehen jetzt zum Fragezeichen. Oh, eine Höhle. Mit Pilzen drin. Das Pilzen ist doch schon mal positiv. Gut. Ist auch doof jetzt, aber dass die Kamera halt auch die Minimap in Höhlen verdeckt. Da, eine Kiste. Meteoritenbarren und Meteoritensilberbarren. Sehr gut. Bärenfell. Na. Pilze. Na gute Kartoffel, wo bist du? Ich hatte damals auch nach irgendwas zum Ausrüsten gesucht. 8 Kilo von Saphirstaub. So. Warte mal, in andere Richtung. Ah, nee. So doch nicht. Was? Darum überrascht uns? Irgendwann überrascht. Guck mal, hier schleichen eigentlich? Nee, wa? Nee. Wie war denn nochmal? Ah, das war das Hexerauge. Okay. Hexersinne war nochmal? L2. Okay. Hallo! Guten Tag. Sie sind Banditen. Oh. Ich habe das Gefühl, Sie sind. Oh. Sie sind mir feindlich gesonnen. Wir sind nur Erkundungstypen. Au. Oh, nee, ich halt auch kurz was aus. Hey! Zack. Sehr gut, ihr seid an derselben Stelle wie ich in der Hauptquest. Das heißt, wir müssen nochmal später herkommen in der Hauptquest. Nee, mit dem, was ach so. Die Hauptquest ist. Sag mal, wieso brennst du denn? Sag mal. Geralt! Oh, oh, oh! Du hast doch gar kein Leben mehr! Meine Fresse. Das würde ich sagen, nehmen wir als bravourösen ersten Kampf nach einem halben Jahr. Ich finde auch. Sein zu meditieren. Geralt kann übrigens klettern. Ihr müsst nicht außen um den Fels herumlaufen. Ja, aber wenn er schon im Kampfmodus ist, kann er nicht mehr klettern. Ich wollte gerade sagen, geht das nicht. Glaube mir. In welchem Level seid ihr denn? Na, das siehst du doch. 2 und noch was. Ist doch ganz, ganz klar zu erkennen. Was ein Geralt halt so tut, ne? Einmal über den Leichen meditieren. Ja, da kann man am besten meditieren. Schon Mama Geralt wusste, nach einem erfolgreichen. Ja, ich muss aufhören, wieder den ganzen Scheiß mitzunehmen. Na, Schwerter kannst du durch. Also, blauen Sachen können wir mitnehmen. Wir haben gesagt, wir nehmen nur die grauen Sachen nehmen wir nicht mit. Tabu Glas. Lesen! Elfenruin, verdammte Scheiße, Schätze, Gold, verfickte Schwanzlutschende wilde Vipern, diese Gackfresse, die mir die Garte eingedreht, muss zuerst herkommen sein und alles mitgenommen haben, der beschissene Dieb, diese scheiß Wichte, keinen Respekt vor Geist haben, sie an niemanden denken, sie eben alles, das ich, den ganzen beschissenen Tag lang, ich habe 3000 Star mehr Gold zum Ausgehen und den Tag reingebracht, als hier zu holen ist, nee, es ist die Höhle warm und trocken und taugt einiges für den Winter, Scheiße, Kacke. Hallo YouTube. Mama Geralt hat, glaube ich, nie wen getötet. Habt ihr die Nahrung halt 20 Minuten lang Fähigkeit? Das ist echt gut. Was, Nahrung halt 20 Minuten lang? Was für Nahrung halt... Was?
Überlegene Absudrafat des Weißen. Ja. Beste Höhle der Welt. Sehr Alchemie. Gut. Alchemie. Mein PC ist im Moment sehr langsam und meine Playstation auch. Das macht mir ein bisschen... Das war bei Witcher aber ganz normal schon immer mit den Alchemie-Dings. Ach und, du Scheiße. Die ganzen Absurde nutzen wir nicht. Und die haben schon wieder die Mutagene umgeändert, also die, das Symbol von denen. Ja. Ja, jetzt haben sie richtige Namen hier, ne? Das war schon vorher. Alkohol. Warum ist Alkohol? Keine Ahnung. Okay, okay. Zwergenstab, wenn wir jemals Zwergenstab selber machen müssen. Da, Mariborwald. Der Waldkauz. Wir brauchen noch irgendwas Rotes. Weiße Möwe brauchen wir und das ist ganz rechts. Karmin. Ich glaube, das können wir herstellen, wa? Karmin und weiße Möwe. Schau mal. Zutaten fehlen. Dammit. Wir brauchen Kirschlikör und Alraunlikör. Das müssen wir irgendwo kaufen. Wir haben keine Liköre. Nee. Was sind wir denn für ein Hexer? Und wir brauchen Karmin. Karmin. Da. Mann. Ui, wir brauchen, also nochmal weiße Möwe. Okay. Mutterkornsamen. Alright. Okay. Chat, merkt euch mal, wir brauchen Mutterkornsamen, Kirschlikör. Das hat er schon wieder vergessen. Weiße Möwe. Na, weiße Möwe brauchen wir, also wir brauchen jetzt Kirschlikör, um die weiße Möwe herzustellen. Aber wir brauchen zweimal weiße Möwe. Okay, zweimal weiße Möwe, Kirschlikör, Mutterkornsamen und das andere, was ich gerade vergessen habe. Dann sagt, da gibt es doch verschiedene Talente, die man freischalten kann. Da gibt es bei den Game Fragen. Überlegt. Nice. Da gibt es bei dem Game Fragezeichen Talente die Fähigkeit, das Game Talent die Fähigkeit, dass Daro nicht nur ein paar Sekunden, sondern 20 Minuten lang halt ist. Du kämpfst echt gut. Allraumlücker braucht ihr. Ah, danke, genau, Allraumlücker was. Wolf! Und man, es gibt so eine überlegene Samu. Was ist denn hier Alter, los? Was ist hier los? Das ist für eine kleine Höhle. Nein, wir sind überlastet. Shit, egal. Ah, ich hatte noch ein paar graue Sachen aufgenommen, die kann ich gleich noch. Das ist für eine Meisterbedrohung. Schön. Beste Höhle der Welt. Sollen wir mit Hexersinne aktivieren? Ach, die sind nochmal. Überlegener goldener Pyrol. Alter, ist das eine geile Höhle? Das nur für so ein paar Banditen. Ja. Sie waren offenbar gute Banditen. Notiz für später: Mutterkornsamen, Kirschlikör, weiße Möwe und das andere, was Ramen gerade vergessen hat. Allraumlikör. Genau. Inventar. Ich will immer mit den Links hier, weil es immer so ist. So, weil ich hatte hier noch Romane. Aber wir schauen mal ganz kurz, was haben wir für geile Sachen bekommen. So, Friedensstifter ist schlechter. Wolf ist schlechter. Langschwert ist schlechter. Die sind eh schlechter. Ja, bei den blauen Sachen in der Regel ist es eigentlich so, dass... Blutschwert. Kann man irgendwie sortieren? Sortieren. Typ. Wicht, Haltbarkeit, Seltenheit. Ah, das ist schön. So, weil ich hatte doch, guck mal, hier ist schon mal eine Axt. Wegwerfen. Grandi, moin! Moinsen. Hallo, Grandi. Ich meine jetzt erstmal so, dass ich normal laufen kann, ja? Ja, schmeiß die blauen. Also bei Rüstungen, die sind meistens sehr schwerer. Ja. Ja, wir müssen hier verkaufen gehen. Also, so. Ich glaube, ich bin jetzt hier auch erstmal. Du musst scannen. Pilz! Nee. Nein, nicht das, nicht das, nee, das nicht das. Weggeworfen. Okay, was ist denn hier oben noch? Oh Gott. Na, noch einige Scheiße. Amethyststaub und Wasser nehmen wir gerne. Diamantenstaub. Eine Igniglyphe. Kronen. Nee, das lassen wir hier. Die Wienmaske. Überlegenes verfluchten. Alter! Ist denn das jetzt? Oder sind wir so scheiße, dass jetzt die Höhle sagt so, okay, komm, damit sie irgendwie mal vorankommen, kriegen sie mal hier einfach alles. Ich glaube, es ist halt keine Questhöhle und wenn man die findet, wird man halt belohnt mit... Gehst du gerne nochmal so die Gegend? ...geinem Scheiß. Da ist das blaue Schwert drin. Achso. Hier runter einfach nochmal so gucken. Aha, was haben wir denn da noch? Eine versteckte Truhe. Nelft Seide. Vor allem so viele Reliktschwerter hier sind. Meine Fresse. Guck mal, was liegt denn da? Wer bewahrt das alles in so einer Höhle auf? Ja, gute Frage. Banditen. Vor allem, weißt du, Banditen sagen das so,
oh, scheiße, ist gar nichts, hier wurde alles geplündert, alles scheiße, ist gar nichts. Und wir finden die ganzen Manuskriptseiten, Dutzende legendäre Schwerter, Diamantenstaub, Saphirstaub, Rubine. Die sind halt für sie nicht wichtig. Das ist fucking Diamantenstaub, das kann man sonst wie teuer verkaufen, das ist für sie nie wichtig. Ach. Neckarlederstiefel. Benötigt Stufe 28. Alter, die sind wir sind geil. Also offenbar noch nicht Stufe 28. Sind wir vielleicht 23 oder 22? Möglich. Wusstest du? Hier waren es aber unsere Effekte lieber. Wirklich? Kannst du mal vergleichen. Angriffsgrad durch Bohrungsschaden, Ausspitzungsresistenz gegen Schaden durch Monster- und Tarschaden. Naja, aber ich sag mal so, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr den kompletten Set-Bonus haben, der nicht mehr so gut war, können wir auch jetzt die Sachen anziehen, weil das Ding ist besser. Okay. Als unsere Katzenstiefel. Und wir kriegen offenbar den Bonus jetzt auch erst, wenn wir die auf Großmeisterstufe verbessert haben. Stimmt, das war ja eh das Ding. Die Boni kommen ja eh noch gar nicht zu Geld. Und wir haben gesagt, das bringt uns die Katzenrüstung als komplettes Set ja gar nichts. Deswegen haben wir aufgehört, das ganze Set zu tragen. Weil wir müssen ja erst, das geht ja eh erst später. Die sind nicht besser, die sind schlechter. Was mit den Assassinenhandschuhen, diese pinken da? Wie gut sind die? Vergleichen. Schauen uns auf Bonuskräuter. Kann man nehmen. Ah, schön. Sexy Gewalt. Was ist unser Schwertchen, die wir jetzt haben? Wir haben so viel legendäre Schwerter, what the fuck? So, Divine. Okay. Vergleichen. Naja, wenn der Schaden so dann runtergeht. Ja, also ich glaube, gegen die grünen Schwerter stinken die nicht an. Schauen wir weiter. Langkral. Guck mal, das Ding hat zum Beispiel das Langkral. Ist es Stahl oder normal? Stahl. Das ist Stahl. Macht nur 9 Meter Schaden, aber plus 40 Rüstungsdurchbohrung. Aber wir haben ja auch schon plus 30 Rüstungsdurchbohrung hier sein. Ja. Ja, ne. Ich glaube, gegen die grünen Waffen stinken die nicht an. Jawohl. Auf der anderen Seite mal runtergucken. Texas gerne? Ja, hier bin ich ja. Ach, hier, das war das ganze Ding, okay. Ah, jetzt geht's sogar noch hoch. Mal nochmal speichern, ehe mich jetzt hier einer umklatscht und ich alles normal sammeln darf. So. Wahrscheinlich wäre das hier der reguläre Weg, ne? So könnte man sie jetzt so ein bisschen. Vielleicht auch Baumwolle, Öl und so weiter, stimmt. Damit können Banditen nichts anfangen. Das kann man nicht alles teuer verscherbeln. Nicht möglich. Geraufen, ich habe übrigens gestern deinen DT-Drop im Clan War aktiviert. Mit viel kein anderer Bild auf die Schnelle ein. Ja, ich habe schon gelesen. Habe mich gefreut. So. Ja, das war der normale Weg eigentlich. Nice. Geile Höhle. Geile Höhle, Alter. Schau mal auf der Map, ist die jetzt so war es nicht auch hier so, dass sie markiert werden, wenn sie fertig sind? Oder wenn wir nichts mehr machen können? Da ist sie. Ja, ich glaube, sie wurde, Nee, guck mal. Ist Tiana bei einer Piratin, die von einem Skelliger aus dem Clan angekräht und einer Frau abstand, die auf einen Beutezug gefangen genommen wurde. Sie war damals auf dem Festland von Ophir bis Sangueva berüchtigt. Sie war für ihre Navigationskünste und den Umgang mit unterschiedlichen Waffen bekannt und entwickelte sich schnell zum Schrecken des großen Meeres. Als sie das Skellige zurückkehrte, soll sie angeblich in dieser Höhle ihre Beute versteckt haben. Ja, nice Beute, muss man sagen. Also, schon nice. Ist Tiana, Respekt. Ja, danke dafür. Guck mal, war das jetzt ein Fragezeichen oder war das Fragezeichen noch weit weg? Das war noch nicht das Fragezeichen, nee. Das war wirklich eine zufällige Höhle direkt am Weg. Das war eine zufällige Höhle. Das Fahrzeichen ist da. Ach, wie geil. Vor allem, das wurde uns nicht mal als Fahrzeug angezeigt, dass hier eine Höhle ist. Nee, das war jetzt, deswegen war da wahrscheinlich so geiler Loot drin. Weil da jetzt einfach normales Suchen belohnt wurde. Hm. Ich guck mal, ob wir unsere überlegenen Öle hier machen können. Nee, wir sind im Moment. Für alles brauchen wir diese ganzen Kaminstoffe. Wir brauchen, glaube ich, ganz viel weiße Möwe. Guck mal, das sind alles diese komischen. Ja. Staubdinger, die wir oben herstellen können. Ich glaube, die brauchen alle weiße Möwe. Ja. Wir müssen beim nächstbesten Tavernenhändler mal ganz viele von diesen Alraune und Kirschlikör kaufen. Ja. So. Hatten wir hier schon gute Händler? Nee, ne? Wir müssen wieder zurück zum Zwergelein. Ich glaube, ja. Weil das nämlich auch der Einzige ist, der immer viel Geld hat. Nein. Noch weiter raussuchen. Jawohl, versuche ich. War das nicht so? Weltkarte Dreieck. Ah. Novigrad. Nee, Velen war es. Der Händler war Velen. Können wir von einem Kontinent zum anderen sozusagen? Können wir, ja.
Leider links, 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 Krähenfels. Links, 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 da. Ach ja, ich muss ja erstmal zum Dings. Ach ja. I forgot. Oh Gott, wir haben. Was macht ihr gerade? Fragezeichen abklappern. Gerade eben haben wir Justianas Grotte abgeklappert. Ich will doch nur. Mach da nichts. Direkt bei uns ist übrigens ein Schnellreisedings. Hinter dir. Oh! Also jetzt links. Also hier irgendwie ist einer. Rechts. Links. Links. Geradeaus. Das da. Komischer Schnellreisepunkt. So. Wir machen gerade nach einem halben Jahr völlig verwirrt. Irgendwas. Irgendwas. Bam. Das haben wir doch schon abgeschlossen. Ja. Erzähl keinen Scheiß. Ja. Dann haben wir in Novigrad alles erledigt, was wir erledigen können. Ach ja, diese Ladebildschirme hat man vermisst, ne? Tja. Ja, wir müssen halt nur den Profi-Händler in Skellige finden. Naja. Dann ist sie zumindest nicht mehr so lang, die Ladezeit. Wahrscheinlich sollten wir dafür die Hauptquest weitermachen. Ach. Also im Moment klappern wir Fragezeichen ab auf dem Weg zurück zum Ausrufezeichen und der Hauptquest. Genau. Wo wir dann weitermachen und uns dann bei Yennefer umziehen müssen. Oh, weil ja. Wir an einer Totenfeier teilnehmen müssen. Oh ja. Weil ja der alte Lord von Skellige gestorben ist. Der alte, vergessen den Namen. Der alte König heißt tot. Ja, ja. Der alte halt. Ja. Geralt, halt eine Rede. Also, er war ein guter Kamerad. Der alte. Der alte. Prost. Ich habe ihn immer der alte genannt. Wir waren Best Buddies. Der beste Buddy war er. Wollen wir auch mal gucken in der Taverne, vielleicht verkaufen die ja Kirschlikör und Raumlikör. Möglich. Kann es sein, dass diese weiße Anzeige über unseren Lebensbalken, unsere Erfahrungsleiste war? Ich glaube ja. Oh, wir haben fast gelevelt, cool. So, Ramen, rede davon, eine Hauptquest zu machen. Ich glaube, das geht über tollen Stufen weit hinaus. Nein, mir geht's gut, glaub mir. Wir sagen immer nur schon, was wir irgendwann mal machen wollen. Und irgendwann passiert... guck mal, plötzlich steht sogar. Aykrin, wir müssen mal anmerken, wie nett wir sind, ja? Wir sind beim letzten Mal bis Tagturm gegangen, bei Horizon. Stimmt. Und haben dann nur für dich umgedreht und noch Sachen im alten Gebiet gemacht, damit du beim nächsten Mal dabei sein kannst, wenn wir ins neue Gebiet gehen. Ja, wir haben noch nicht das neue Gebiet wirklich gesehen. Guten Tag. Sie war doch die mit dem Geld, oder? War das nicht so? Ich glaube, beide hatten ganz gut Geld. Dann rede ich mit dir. Hey, Fergus. Oi, Geralt. How's the armor performing? Nee, du nicht. Ja, wir haben nur... Naja. Was hast du im Angebot? Wouldn't mind a look at your stock. So. Wir haben nicht mal mehr 3000 Kronen. Was ist aus uns geworden? Da... Zerleben sie war, das, sie war die mit dem richtigen vielen Geld. Gut. Ja. Tschüss, Zwerg. Nein, aber du kannst doch, der hat 962. Ja, so. Aber es reicht nicht. Hallo. Geralt, good of you to come by. Ja. What can I do for you? Mir Geld geben. Was hast du, Flagger? Ach stimmt, es war auch noch die Story, dass sie in Wahrheit die Meisterspieler ja, ist. Ja, deswegen ja. Stimmt. Deswegen stimmt. Nicht von ihm. Was hast du auf Lager? What are you selling? What's good? What are you selling? So, 5000, ja. So, erstmal das Zerleben konnte dann wieder nur... Ja. Ja, aber ich können wir mal weg. Wir können verkaufen, ja. So, jetzt kommt schon deren Waffen. Das ist einfach darüber springt, anstatt erstmal hier zu bleiben. Ich hab, davon haben wir so viele zerlegt jetzt. Da muss gerade auch weg. So, hier müssen wir jetzt gucken, weil die hier wollen wir dann tragen. Genau, no, also die Stiefel können weg. Das ist ein Stiefel. Einmal fahre ich mal hier. Diese. So, die Katzenrüstung behalten wir natürlich noch. Genau. Aber die könnten wir dann hier in unsere Kiste mal packen. Genau. Was würde diese Rüstung, die noch ist? Runter. Rechts.
Die kann man weg. Ah, das war diese... Die wiegt 10 Kilo, meine Fresse. Weg, ja, weg mit dem Scheiß. Was war mit der Rüstung? Das war die DSC-Rüstung. Das war die DSC? Ja, das Nilfgaard-Z. Ach so. Aber nee, ja. Nee, das Nilfgaard-Z, das haben wir in unsere Truhe gepackt. Aber es war doch eine nilfgaardische Rüstung. Ja, das war nur eine graue. Das Nilfgaard-Z, das war ja nicht nur einfach graues Zeug. Das war jetzt noch was gewohnt. Nee, das haben sie auf null gemacht. Genau. Was wiegt noch? Sonstiges? Wiegt das noch? Ja, sonstiges wahrscheinlich. So. Ah, okay. Die Mitriumfesseln. Oh. Wenn wir verkaufen oder zerlegen. Ja, aber hier der Scheiß kann alles weg. Weil davon haben wir auch schon Dutzende. Naja. Zerlegt. Dann müssen wir zu normalen Händlern noch gehen, damit wir das ganze Zeug, was wir noch immer sonstiges haben, loswerden können. Haben die das früher auch schon so krass getrennt? Nee, ne? Nee, das haben sie dann auch erst so Stück für Stück reingepatcht. Mann. Oh, das gleicht immerhin aus, dass ich durch deinem Bild gestorben bin. Ihr habt nur knapp 3000 Kronen? Krass. Dinge vom Plötze verkauft? 5000! Lies doch mal! Genau, erstens haben wir 5000. Wir haben deswegen so wenig Geld, weil wir haben, das weiß ich nämlich noch, vor kurzem, also das letzte Mal, wo wir gespielt hatten, haben wir richtig viel gekauft gehabt beim Händler. Ja. Weil nämlich viel neues Zeug war. Leb wohl. Take care now. Leb wohl. Geht zum Händler, der ist noch. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag. Ey! Nicht mit dem Mann, den nach. Fancy a gander at our little stop. Ja, ja. Haben Sie Liköre? Show me what you got. Ich brauche viel Alkohol. Naja. Ja, er hat fünfmal auf jeden Fall das Kirschlikör, sehe ich schon. Oh, eine Karte hat auch noch. Eine Flasche. Alraunen. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal fünfmal. Fünfmal Alraune. Dann brauche ich glaube, das ist da drunter, ne? Runter und dann ganz links. Runter. Genau, Kirschlikör. Nehmen wir auch fünfmal. Jawohl. Thank you. Was hat er noch hier an Alkohol? Zitronenwodka, Wasserflaschen haben wir was. Ach, guck mal, noch eine Gewinnkarte sehe ich da gerade. Was? Ach, das ja. Okay. Guck mal, hier die Rüstung. Das ist nämlich die Rüstung, glaube ich. Genau, da bin ich, das Nilfgaard-Z. Die kann man nämlich hier holen bei dem. Sonstiges. So, wir sind hier bald fertig. Keine Sorge. Ich glaube, ich hatte noch nichts vom Händler gekauft. So. Sonstiges. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Dann tut es doch unter Questgegenstände. Wie wär's? Tja. Egal, das behalten wir auf jeden Fall. Sortier doch mal hier nach Gewicht. Gibt's denn nicht? Sortieren? Gewicht. Ich dachte schon, wir haben ihn jetzt überfordert. Wir haben 11 Leitern. Ich glaube, die können wir verkaufen, die 11 Leitern. Hier, guter Mann, 11 Leitern. Was soll ich damit? Ist mir egal. Ja, gut, die ganzen Fälle. Da, das ist halt, die können wir halt auseinander auch noch nehmen. Ja, und die sollten wir vielleicht in unsere Kiste packen, weil wir haben nämlich schon mal welche verkauft und dann brauchten wir sie plötzlich für. Ja, guck mal, darunter kannst du nämlich die ganzen kaputten Haken verkaufen. Guck mal, hier sind Äxte. Ja, hier stumpfe Beile. Können sie haben, bitte sehr. Ja, 4 stumpfe Beile. Dennoch die Haken, hier zerbrochene Haken können sie auch haben. So. Pferdehaut, Wolfsfelle, ist das daneben noch? Kästchen, die waren auch einfach nur. Die kommen wir auch ganz gut zerlegen, da war auch irgendwie random nice Zeug drin. Also wir können auch ein paar Fälle verkaufen, auch kein Problem hier. So, hier nehmen sie noch 7 Fälle. Dann nehmen wir noch 10 von den weißen Fällen hier. Ich glaube, die können sie sich noch leisten, sehr gut. So. Aber jetzt sind wir weiter runter, was können wir noch zum Dreck hier verkaufen? Hier nehmen sie noch 8 Schweinehäute. Und der Händler steht da. Außer Kräuter und Alk geht's mir ebenso, sagt Granny. Yo. Ihr habt 16 Totenschädel. Jetzt nicht mehr. Genau das wollte ich auch gerade anmerken. Sortiert mal nach Wert oder Gewicht. Nach Gewicht ist gerade sortiert. Okay. Genau. Goldenes Kästchen. Schöpfkellen. Hier haben sie auch 6 Schöpfkellen. Guck, ich glaube, wir haben 19 verrottetes Fleisch. Kann es sein? Das 19 Stück da ganz links. Hoch. Ja, hier 19 verwesenes Fleisch. Für ihre Leute reicht es. Guck mal, 15 dieser alten Becher haben wir auch noch. Ich finde es witzig, dass Fistech ja hier eine Droge ist und sie ist 2 Kronen wert. Ja. Gehen wir dann nach oben noch? Hier haben wir noch ein paar Buttermesser für sie.
Buttermesser. Hier ein paar rostige Hammerköppe noch. Dann haben wir noch ein bisschen was da weiter rechts runter. Ja, hier 15 Becher. Hier noch zwei Stufen Spitzhacken. Sie sind doch Quartiermeister. Abgenutzter Lederbalg. Ja komm, die können sie wegschmeißen, die abgenutzten Lederbälge. Weg damit. Verzierte Schwerter. Ja. So. Dann haben wir noch hier Kelche, können sie auch haben. Zwei Kelche. Knochenpulver zur Beschichtung oder als Deko? Achso, welcher Händler kauft Totenschädel? Knochenpulver zur Beschichtung oder als Deko? Wer weiß. Ey, wenn der Hexer, vor dir steht und sagt, du kaufst jetzt diese Totenschädel, dann sagst du nicht nein. Ja, ist meistens ungesund. Hier 7 Kerzen. Puppen wollten wir immer welche behalten. Ja, so nehmen sie 2 Puppen. Was? Achso, ist da oben jetzt. Achso. Asche war das auch nicht irgendwas, was wir manchmal brauchen? Ja, glaube schon. Ja, und eine Teekanne kriegen sie noch. Die wollen wir auch noch behalten. Ein Springseil. Ja, hier haben sie für ihre Kinder, ne? Mupfel, die kann man zerlegen in Perlen. Stimmt, die behalten wir. Ein Tintenfass. Oh. Ja, hier nehmen sie noch eine Pfeife. Pfeife noch. Sie Pfeife. Was ist eine Voodoo-Puppe. Die wollen wir auch noch behalten. Was ist das für ein Horn? Bartenhabe. Nee, die behalten wir. Mutschel. Mupfel. Rose, was ist daneben? Ja, das Questgegenstand genügend. Talisman, also abschließender Quest, Schlangenfigur, abschließender Quest und Weihrauch. Was geht noch weiter? Nehmen Sie unsere Flogen. Oh, guck mal, die können wir auch noch umtauschen. Genau, die können wir noch umtauschen. Einen Schlüssel nehmen wir mal nicht. Verkaufen wir nicht. Okay, das sind ja jetzt Quests. Ja, okay, die behalten wir alle. Okay, aber wir sind zumindest schon mal. Aber es wiegt denn immer noch so viel? Naja, wir haben jetzt eine schwere Rüstung an. Ja, aber gehen wir noch eins weiter? Also, genau hier haben wir noch, wiegt das Verzehrbare was? Nee, Verzehrbares wiegt auch nichts mehr. Aber guck mal, bei Plötze, genau, wir müssen noch die Köpfe noch ablegen. In unsere Truhe noch. So. Also wir haben noch einiges in unsere Truhe packen können. Dankeschön, guter Mann. Verkauft die schwarzmagische Puppe, so fängt doch eh der Horrorfilm an. Ja, aber dann fängt der Horrorfilm ja für die an. Da. Das ist kein Fist-Take, es ist Badesalz wahrscheinlich. Warum wollt ihr Puppen behalten? Oder sag mal, falls wir auf irgendein kleines Mädchen treffen, was eine Puppe haben möchte, können wir ihr eine Puppe geben zum Beruhigen. Ja, das ist eventuell schon mal passiert. Das war wirklich schon mal, ne? Mann! Der legt einfach alles auf den Theke und verlangt die Kronen, ganz stumpf, genau. Verkauft die schwarzmagische Puppe, so fängt doch jeder Horrorfilm an, deswegen verkaufen sie eher nicht. Ich glaube, ich habe immer ganz stumpf alles verkauft. Plötzlich. Was? Plötzlich Stuff. Ja, ja, aber nur beim Bestatter. Da bekommt man mehr. So, Plötze. So, die ganzen Köpfe können wir reinpacken. Chance auf Verstümmeln kann weg. Ja. Und eine Bonuserfahrung bei uns. Die wollten wir behalten, ne? Ach. Einen Kopf müssen wir ausrüsten. Oder haben wir einen? Ich glaube, der ausrüstet. Achso, das ist alles, was wir im Inventar haben. Achso, genau. Dann können wir die auch noch alle verkaufen. Ja, aber die Köpfe wollten wir behalten. Naja, ja. Aber guck mal, können wir die. Oder was? 100 haben wir jetzt die Satteltasche? Nee, ich glaube, das ist das, was er anhat. Nee. Nee? Geh mal raus. In unser Dings. Inventar. Inventar. Weil guck mal, da ist nämlich das, was wir ausgerüstet haben. Genau. 70 Ausdauer, 40 Panikstufe und die Satteltasche ist. 100 auch. Oder war es das? Dann war es das, ja. Dann warst du doch, okay. Na, guck mal, hier, die ist noch da. 5% Bonuserfahrung von Monster. Genau, die behalten wir, genau. Gut. Jetzt okay. Noch die restliche Katzenrüstung noch reinpacken. Und die Stiefel. Genau. So, zurück ins Lager. So, sorry Leute, wir haben es gleich. Aber wir haben halt lange nicht gespielt und waren halt ziemlich voll. Nein, das, was er anhat, steht woanders, aber sicher? Umladen. Ach nee, die Schuhe nehme ich mal. Obwohl. Alle drei da. Ja, die Schuhe ist halt. Es wäre halt gut zu wissen, welches Level wir sind. Können wir gleich nachgucken. Was haben wir? Was ist denn eigentlich in unserer Truhe alles gerade drin? Schau mal die anderen Sachen. Viel. Katzenstiefel, was? Naja. Ach genau, die geile Hexe. Lies es doch mal durch, bitte. Nee. Warum nicht? Weil es da drin ist, weil wir es gerade nicht brauchen. Ja, aber wann haben wir es denn zum letzten Mal reingeguckt? Schau doch bitte mal die Sachen in der Truhe an. Darf ich bitte erstmal den Rest reinpacken? Was willst du noch reinpacken? Na, die ganzen Felle und so. Ach, die willst du auch jetzt reinpacken, okay. So. Fälle. Ja, weiße Wolfsfälle. Dachte ich zumindest. Ja, genau. Ich glaube nämlich nicht, dass das ist schon das, was wir ausgerüstet haben. Wie sehr ich Shoppingtouren liebe, sagt Alkring. Legt das Zeug und Plätze aus dem Inventar doch mal ab und schaut, ob es bei Plätzen noch ausgerüstet ist. Können wir gleich probieren. So, Fälle. Ja, aber jetzt sind wir auch schon bei 62, also.
Ja, hier, Schweinehaut. Ja, die ganze Häuten können wir alle reinpacken. Haut. Bist du auch noch Haut? Du bist auch Haut. Haut, ja. Wenn wir wieder Leder brauchen, können wir es in... Die, wir können auch die Dimertium-Fesseln können wir auch reinpacken. Oder so, obwohl, wir können ja gleich zum Schmied gehen, mal gucken, was wir rausbekommen, wenn wir das alles zerlegen. Die Fesseln. Ja. Ja, den Rest können wir behalten. So, was warst du? Genau, das Hexen war die 27, diese mega geile Rüstung. Genau, was? Hemden, weil wir den Fehler gemacht haben, dass wir irgendwann mal Ewigkeiten in Hemden ja, suchen. Genau. Greifenstiefel. Ach so. Zum Aufrüsten. Genau, zum Aufrüsten. Genau. Aufrüsten. So, das ist das so, Kleinpack da links. Katzenrüstung. Und Greifenrüstung. Ah, okay, Greifenrüstung. Okay. Okay. Da sind die ganzen Bolzen und so weiter. Oh, wartet mal, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wenn ich hier Charakter gehe. So, entschuldigt mal, ich mache mal ganz... das haben sie jetzt auch umgeändert. Ihr seht mal ganz kurz blau. Ich will nämlich mal ganz kurz unser Level wissen. Hier war's. Übertragungseinstellungen. Was? Wo ist es? Erweiterte Einstellungen? So, Video von... So, blub. Wir sind 22. Kurz vor 23. Au, wei. Okay, 22 sind wir so, gerade. Okay, dann wissen wir nämlich ab jetzt Bescheid. Dann mache ich die Kamera jetzt wieder an und dann seht ihr keinen Blau mehr. So. Ja. So, dann können wir jetzt mal anfangen mit Witcher spielen. So ein bisschen, ne? Warte, haben wir jetzt alles? Warte, genau. Geh nochmal zum Schmieden, zerleg mal die Fesseln noch. Ja. Dann kriegen wir die Materialien raus, weil die Materialien wiegen ja nichts. Und dann können wir noch gucken, ob wir jetzt nämlich die weißen Möwen herstellen können, damit wir dann Dings herstellen können. Warum hat er sein Schwert gezogen? Das Wachen verärgert. Schön. Ich habe nur einen Trank genommen. Wow. War aggressiv. Da bei Charaktertalenten in den Game-Bereich mal schaut, Nahrungsskill. Ach so, ja, das sind so ein Game-Bereich, das sind diese Sonderfähigkeiten so ein bisschen, ja. Nee, du sollst bitte mal Sachen zerlegen von uns, bitte. Nee, ich glaube, du musst bei Rüstung herstellen gehen, oder? Nee, ich kann noch durchschalten jetzt. Ach, hier war's auch, okay. Zerlegen. So, und zwar die Fesseln. Rechts. Ja. Nochmal rechts. Alle sechs gleich? Ja. Kriegen wir grünes Erz. Toll. Goldes Kessel kriegen wir Golderz und Holz. Oh, Golderz hört sich nett an. Nehmen wir mal. Oh. Und dann war jetzt noch die Kästchen, die 8. Holz und Eisenerz? Nee. Brauchen wir nicht. Hä? Ich dachte, wenn wir aus dem Kästchen haben, wir irgendwas richtig Geiles bekommen. War der früher nicht irgendwie so ein... komisch. Du kannst ja noch hier noch die Muscheln gleich. Stimmt. Mupfeln. Eine Mupfel. Da rechts, genau. Ja, schwarze Perlen. Das sind dicken besser. Mupfeln und hier... Und da noch zwei. Und dann normale Perlen, genau. Ja. So. Und vielen Dank, Herr Schmied. Warte, du kannst mal reparieren. Stimmt. Wenn wir gerade mal hier sind, können wir gleich mal reparieren. Wie man in The Witcher einfach eine Stunde in einem scheiß Menü verbringt. So, Reparieren. Wiegen eigentlich diese ganzen Glyphen was? Nee, glaube nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Muss bedenken, am Anfang hat das alles was gewogen, ne? Ja, deswegen. Verwendete Ausrüstung reparieren, 200. Jo. Siehst du, jetzt sind wir gleich wieder damit voll. Gute Idee, junger Padawan. Bitte? Dann werde ich wieder Padawan. Du bist schon längst zum Meister geworden, wenn ich dich erinnern darf. Das ist richtig. Das hört mich an die Sache mit dem Novigrad-Lager. Auf mich klammt steht der Tod. Feindbaum! Was? Feindbaum! Stimmt, da hinten! Der unerreichbare Baum. Eines Tages werden wir auf seinen Ästen tanzen. Genau, wenn die Story uns dorthin führt. Und an der Kuhnuckel? Auf mich klammt steht der Tod. Und an der Kuhnuckel? halt, Tränke. Wenn wir schon mal hier sind, wo wir noch Händler haben... Mal gucken, ob wir es alles haben für die überlegenen Alchemy. Döns da. So, also wir brauchen auf jeden Fall erstmal weiße Möwe. Also runter. Das erzähl ich. Achso, was? Wenn du Handelsfenster sehen willst, welche Komponenten die Zutaten dir noch für ein Rezept oder Schema fehlen, wähle 1 Außenführeraktion anheften durch. Geil! Oh, so praktisch.
Wenn ein Handwerksschema oder ein alchemisches Rezept anheftest, wird eine Liste aller zur Herstellung des Gegenstandes erforderlichen Komponenten oder Zutaten im Handelsfeste angezeigt. Das hilft den Überblick darüber zu behalten, was noch fehlt. Nice. Wie die einfach nach und nach coole Sachen reinpatchen. Sehr nice. Warum gute Leute. So, runter. Weit. Weiße Möwe. Jawohl. Können wir 4 Stück herstellen, weil uns dann nämlich die Blüte fehlt. Alkohol? Okay. Was fehlt mir an Blüte? Was sind das für eine Blüte? Arenaria. Oregano. Warte, ich stelle es gerade so vor. Er produziert also die Tränke. Ich habe kein Arenaria mehr. So, Oregano fehlt auch. Okay, komm, klappt auch. Karmin. Karmin müssen wir herstellen, genau. Ja. Karmin. Wir fahren nach Karmin. Da ist Karmin. Nein. Ach ja, Mutterkonsam. Hatte der die bestimmt nicht. Wir haben noch irgendwo diesen Power-Alchemisten. Richtig. Der ist sogar in der Nähe, glaube ich, hier. Der ist leicht nördlich, wenn mich recht erinnere. Schon mal auf Weltkarte? Oh Gott, falscher Knopf. Warte. Der war hier irgendwo nördlich von uns, das weiß ich noch. Norden, nach oben. Da, links. Ich glaube, das war der, ne? Ich glaube, das war unser Power-Alchemist. Ich glaube, da reicht's, wenn ich reite, oder? Ja. Ich glaube, schneller, als wenn ich jetzt reite. Ja, ja. Wenn ich recht erinnere, war das unser Power-Alchemist. Der hat alles Mögliche verkauft. Wir haben doch damals vor... Ey, wir unternehmen hier wirklich eine anderthalbjährige Reise mitgegangen. Ja. Zweijährige jetzt ja. schon. Am Anfang war er noch motiviert, Ciri zu finden. Dann irgendwann. Das wäre geil, wenn Ciri... Hallo, Plötze. Hallo, Meister. Ich hab dich vermisst. Oh, Meister, du warst mal lange nicht da. Ja. Weißt du, mittlerweile gibt es ein Spin-Off von mir. Plötzes Abenteuer. Ich hatte zu tun, Plötze. Wo warst du denn überall, Meister? Du weißt, wenn ich in diesem Land hier mich mit Frauen vergnüge, hat das Konsequenzen. Oh Gott, was ist passiert, Meister? Deswegen musste ich in ein anderes Land fliehen. In welches denn? Frankreich. Und das erleben sie im Visier. In Beauclair, das da. Die ist jetzt aber schon klar, dass wir jetzt theoretisch den gesamten DSC nicht Plätze putzen dürfen. Doch. Weil in dem DSC spricht Plätze. Ah. Das war er nicht. Nee, du musst... Weiter. Da lang. Guck mal, 180 Schritte noch. 170, 160, wir kommen näher. 150, 140, 130, 120, 110, 100. Ey, Plätze ist jetzt realistischer denn je simuliert. Ja. Warte, rechts. Ab ins Geäst. Ja, wir kommen näher. Ist sie. Da ist sie, das müsste die Hütte sein. Slow now. Nein, das ist der Weide da. Ja, der verkauft auch Alchemiezeug. Ja, aber es ist nicht der Power-Alchemist. War es nicht? War der Weide? Nee, wir haben doch diesen Meister-Alchemisten getroffen in so einer Hütte. Weißt du noch, das mussten wir doppelt machen in der Aufnahme, weil das Spiel dann abgeschmiert ist. Oder sowas. Hallo Weidler. Oh, stimmt. Wo war denn der? Aber Weidler hat auch gutes Zeug gehabt, glaube ich. Was brauchen wir nochmal? Mutterkonsam. Zeig mir deine Ware. Bei mir ist es so, dass man das einmal erstellt und dann die nicht mehr herstellen konnte, sondern immer hatte. Hab noch mal in den Folgen nachgeschaut. Folge 87. Kuhmilch, Klaus, teuer. Also die Tränke. Erstmal an jeder Hütte anhalten, klopfen und gucken, ob da Alchemist wohnt. Nee, aber dass die einmalig sind. Aber das war ja gerade Alkohol, was wir als Alchemiezutat hergestellt haben. Genau. Einen, ne? Ach, nur gleich. Du hast einfach alle neuen mit. Ja, hier. Das brauchen wir alles für Kamin. Hat er auch gerade zu viel Liköre? Oh, hat er die Blüte? Ja, der hat 4 Stück. Guck mal, ganz nach oben. Hoch, links, rechts, hoch. Hoch, links. Ja. Ja, guck mal, der hat 4 Ariane, können wir euch mitnehmen. Aber wir den einfach mal leer kaufen? Können wir eigentlich auch machen, wa? Okay. Ich glaube, aber... Okay, Pilze. Ich wollte gerade sagen, also... Pusterblumen. Die will ich haben. 2 Pusterblumen. Haben wir 30? Oder 5? Was ist das? Nee, 30 ist insgesamt. Kostet es, wenn wir alle nehmen. Achso, 5 eine. Achso, ich würde nicht gezeigt, wie viele davon haben. Ach komm. Mistelzweig. Das ist doch mit der Ziege, oder? Ja, Prinzessin. Genau. Oh fuck, die waren teuer. Stimmt. Das
Was hast du gerade gekauft? Allraunwurzeln. Oh. Aber die brauchen wir bestimmt. Bestimmt. Zweizahnblüten, ja, komm. Baum mit. Danach ist er beide da arbeitslos. Na, wieso? Er kann ja wieder in den Wald gehen, neues Zeug holen. Ranogrin. Was sind das für Tränke, die er da mehrmals hat? Weiter oben. Eine Zaunrübe. Nieswurz, Blütenblätter. Auch teuer. Ignatiablüten. Ich denke mal, wir brauchen das eh alles irgendwann noch. Und wenn wir in Witcher 1 gelernt haben, dass wir immer neues Geld ranschaffen können. Das stimmt. So, solange wir nicht unter 2000 sinken, ist alles gut. Longrube. Haben wir auch, das weiß ich. Ja. Longrube haben wir. 100. Prinz, die haben wir. Die haben wir. Spitzwegerich. Würde ich jetzt annehmen, dass wir ihn auch haben. Glaube auch. Das sind aber eh nur zwei. So. Nehmen wir ja das Geld. Blutmoos. Blutmoos. Haben wir welches, weiß ich. Die haben wir auch. Pilze. Haben wir Hopfendolden. Die haben wir, weiß ich nicht. Hopfen ist immer gut. Kartoffeln. Der Weiler geht in seinen Garten, zupft da ein bisschen Unkraut raus und verscherbelt es für Wucherpreise an vorbeireisende. Vorbeireisende Hexer. Kartoffelmus haben wir doch. Sorry. Verbena. Hahnfaser haben wir auch. Kräne, oh, das weiß ich nicht. Ja, nehmen wir mal. Grüne Augen mit. So. Grünschimmel. Haben wir. Ja? Kauf, ich weiß es nicht. Ich wollte nur einen Schimmel haben. Leere Flaschen haben wir. Rostleber haben wir. Okay, und jetzt hier. Ja gut, beim Staub sollten wir dann doch schon gezielt kaufen, wenn wir was brauchen. Ja, was ist das weiter oben? Diese ganzen Tränke-Sachen, die ihr habt. Aber wir können ja direkt bei ihm auch Alchemie machen. Stimmt. Diese weiter runter, die ganzen... Das Ganze, was teurer ist, sag ich mal. Was ist das denn? Was ist denn das links? Zerriebene Perle. Oha. Fünfte Essenz. Mondscherben. Okay. Aber das ist wirklich alles teuer. Also ja. Was mache ich mir da? Alchemie. Können wir direkt... Alchemie! Alles herstellen bei ihm. So, jetzt können wir erstmal Karmin herstellen. Brauchen wir noch einen Karmin? Ja, wir haben ja gerade das Mutterkornsamen erst gekauft. Das Karmin. Das ist korrekt. Jetzt können wir das Karmin herstellen. Da, das Mutter. Einmal Karmin. Bester Stream der Welt. Ja. So, dann weiter runter. Jetzt können wir nämlich unser geilen, überlegenen... Warum müssten wir Alkohol erst noch herstellen? Das ist doch unter Maum aufgefüllt einfach. Nein, Alkohol ist... Nein, das ist eigentlich Mietzutat. Aber ist das nicht das, was wir jetzt saufen? Wenn wir... Nein. Oder? Doch, das ist doch das, womit unsere Tränke wieder aufgefüllt werden. Ja, stimmt. Ah, naja, die Tränke. Aber das ist der Alkohol. Das können wir theoretisch auch finden. Das können wir halt selber herstellen auch. Okay. Also wenn wir unsere Tränke auffüllen, füllen wir entweder durch irgendwelchen Alkohol auf oder und Alkohol sind wir als erstes. Jawoll! Stellt sofort vollständig die KP wieder her. Geil. So, jetzt gucken wir mal. Was gibt's denn hier an ganzen Tränken und Ölen noch? Davon können wir einfach so erstmal gar nichts. Überlegenes Vampir. Tieröl. Was brauchen wir denn dafür? Höllentrollleber. Höhlen. Ups. Okay, Höhlentrollleber. Und das daneben? Rubedo. Rubedo können wir selber herstellen. Da brauchen wir nochmal Kamin. Dann haben wir überlegenes Vampiröl. Okay, also Kamin einmal. Nochmal herstellen. Hier brauchen wir... Ah, wir haben noch nicht das verbesserte Reliktöl. Okay. Gut, dann hat sich das erledigt. Überlegenes Urinöl haben wir noch nicht das verbesserte Urinöl. Konstrukt brauchen wir. Wir Albedo. Albedo. Also Kamin Albedo. Da fehlt uns noch das verbesserte Hybridenöl. Achso, verdammt. Geisteröl. Oh, brauchen wir noch Rebes. Oh Gott. Kamin, Rebes. Noch einmal Albedo. Oh Gott. Noch einmal Rubedo. Ihr merkt euch das nicht. Da, da brauchen wir Höhlentrollleber. Okay, wo kriegen wir Höhlentrollleber her? Wahrscheinlich von einem Höhlentroll. Ja gut, aber wo sind die Höhlentrolle? Wir haben sie bis jetzt immer verschont. Vielleicht. verbessertes Hybridenöl. Erinienauge. Hatte der auch nicht. Nee, hatte er auch nicht. Okay, also auf jeden Fall einmal Kamin, zweimal Albedo. Was bei den ganzen Tränken hier? Was können wir noch hier herstellen? Ach. Überlegene Schwalbe.
Ja, da brauchten wir hier... Vitriol. Okay. Können wir auch selber herstellen, Vitriol, oder? Ja, gucken wir erstmal. Das ist erstmal das Wichtigste. Vitriol, da. Sehr gut. Vitriol. Wunderbar, zweimal. Zweimal unsere weißen Möwe. Meine Güte. So, wir können noch eine weiße Dings herstellen. Eine weiße Möwe. Eine weiße Möwe herstellen, genau. Alkohol, weiße Möwe. Jetzt müssen wir erst wieder zum Händler und müssen wieder Liköre holen. Also können wir jetzt... Warte mal, welches ist uns denn am wichtigsten? Welches brauchen wir denn davon am häufigsten? Erst einmal die verbesserte, überlegene Schwalbe. Jawoll! Durch die Vitalitätsringe erlittener Schaden unterbricht die Regeneration nicht. Erlittener Schaden unterbricht die Regeneration nicht mehr. Geil. So, was ist uns denn am wichtigsten davon? Oh Gott, das ist also geschrieben. Entschuldigung, ich hab's nicht mehr gelesen. Der Weiler geht in seinen Garten noch. Also. Wahrscheinlich tut er nur so selten, damit die Leute ihn abkaufen, dass er Alchemist ist. Eines Nacht hat er zu viel von seinen Kräutern genascht und wurde dann Alchemist. Alkohol ist dein Sanitäter in der Not. Wer braucht Tränke, wer den Essence-Skill hat und Hunderte an Wasser? Naja, Kampfsteigerung. Ihr habt jetzt schon mehr Zeit in die Alchemie verbracht, als ich während des gesamten Spiels. Wer braucht Kampfsteigerung, wenn man sich durch den Skill während des Kampfes automatisch heilt? Wenn nicht der Gegner one-hittet, muss man besser werden. Was oder Tränke brauchen. Und da beide nicht besser werden... Was soll der heißen, wir werden nicht besser, hä? Was hältst du von Geisteröl? Oh, das wäre praktisch, wa? Geister sind ja meistens am nervigsten. Ja. Was war es, was wir verbrauchen? Das Grüne. Da, gäbe es. Fuck! Weiße Möwe. Hä, wir haben doch gerade eine hergestellt. Haben wir zwei. Ich habe doch gerade eine Möwe hergestellt. Ja, für den überlegenen Schwalbe. Fuck! Na gut. Also nächster Step, Geisteröl. Okay. Wir müssen jetzt wahrscheinlich bei allen möglichen Händlern immer gucken nach den Likören und so weiter. Ja. Nach Kirschlikör und Allraunlikör. Jetzt gehen wir ganz kurz auf die Skills. Was für Skills sind das bitte, die so übermächtig angeblich sind? Also schau mal ganz kurz, ob die Glyphen wiegen. Ich will nochmal kurz, es wird automatisch ersetzt, ne? Ja. Warte, was steht da über Gewährt bei Absurd? Gewährt für kurze Immunität gegen Schaden. Nice. Und es sind jetzt drei Ladungen. Ja, das drei Ladungen und überlegene Schwalbe sind fünf Ladungen. Und das sind Ladungen. Jetzt fünf und... Nice. Ey, warte, die... egal. Genau, Charakter. Gehen wir zu den Game-Skills. Was sind da für krasse Skills, bitte, die so übermächtig sein sollen? Sind da Neuerts? Das sind Neuerts, so kann man das sein. Adlerauge. Muss der Bonus von einem Ort der Mastdauer. Das kann ja auch immer nur ein solcher Bonus aktiv sein. Oh. Okay. Falls Verfüger werden Adrenalinpunkte verbraucht, um Vergnügungswirkung von Tränken um 30% pro Punkt zu senken, wirkt nicht bei Mutagen-Absuden. Oh, okay. Das ist auch nicht schlecht. Der ursprüngliche Effekt von Kriegstrunks ist aufgehoben. Stattdessen wird jetzt die Chance auf kritische Treffer um 8% pro Adrenalinpunkt erhöht. Ja. Ach, das sind die ganzen Adrenalinsachen. Guck mal, hier machen die jetzt Sinn. Wenn die Explosion einer Bombe Schaden verursacht, erhältst du 0,1 Adrenalinpunkt. Wow. Du kannst einen schönen Ambusschutz machen, das Maximum Ausrüstung wird um 60 erhöht. jede Defensivaktion erzeugt Adrenalinpunkte. Ja, gut. Die Bombenschaden zu 200% erhöht, durch die Anzahl der Bomben auf den Plätzen um 50% verringert, gilt nicht für Bomben, die keinen Schaden bewirken. Okay. Du bist immun gegen die Wirkung von Bomben und Spezialbolzen. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Das ist also dein Skill, ja? Okay, ja, wir haben echt ordentlich was dazugepackt. Was halten Sie von Geisteröl? Ja, das macht sich cooler Salatdressing zu Mozzarella und Tomaten. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel in der Ursprungsversion gespielt habt. Aber es waren vielleicht diese zwei Reihen. Ja, es waren nur zwei Reihen. Es sind jetzt nochmal zwei Reihen an Skills dazugekommen. Ja, und die machen sogar ziemlich Sinn. Gut. Ey, also das muss man wirklich denen hoch anrechnen, wie die dieses Spiel noch weiter gepatcht haben. Haben und auf die Fans gehört haben, ja, und so weiter. Das ist schon krass. So, meine Damen und Herren. Aber das Ding, Problem ist ja, wenn wir halt das machen, dann müssen wir unsere ganzen coolen Kampfskills und Glyphenskills müssen wir halt dann rausnehmen. Wir schalten ja aber noch Slots frei, also. Da haben wir noch zwei. Ja. Und die ganzen sonstigen Skills kriegen wir also nicht mal rein. Naja, aber wir haben jetzt ja eigentlich so ziemlich was wir brauchen. Wir werten ja unsere Kampfskills jetzt nur noch auf. Ja, aber bei Magie? Naja, es funktioniert doch. Charakter, schau mal bitte. Geh mal auf und die blauen. Ja. Nein, ich meine jetzt, was wir noch lernen können. Da kommen doch noch neue Skills dazu, die wir auch noch reinpacken müssen. Ja.
Wir haben noch zwei Plätze frei. Das meinte ich. Ja. Deswegen, wir haben auch keinen Platz, um noch hier irgendwie sonstige Skills reinzupacken. Aber das Ding ist ja, dadurch, so wie wir spielen und so wie wir bis jetzt gespielt haben, brauchen wir das eigentlich auch nicht. Weil wir haben jetzt die überlegenen Tränke. Und nur weil irgendwer anderes, ich will jetzt keinen Namen nennen, zu faul ist, sich mehr mit Alchemie zu beschäftigen, heißt es ja nicht, dass wir irgendwelche Skills da packen müssen, was der Fauler denn machen muss, ne? So sieht's aus. So. Hey, jetzt habe ich Hunger. Essensskill, Essensskill, Essensskill. Das Problem ist, dass der Gourmet-Skill einen großen Teil der Alchemiewesen völlig obsolet macht. Warum nicht unser Stream? Was ist denn das in letzter Zeit? Was ist denn das für eine Scheiße? Das war doch früher nicht. Wie sind bei euch die Quali? Sag mir mal bitte. So, irgendwo ist hier ein Dings. Ah, hier. Yeesh. Naja gut, es ist dann halt so, wie gesagt, ist dann wahrscheinlich wirklich so gedacht, so nach dem Motto, ja, du kannst dir halt überlegen, ob du das willst. Okay, bei den anderen ist es gut, das ist bei uns. Nee, das kam schon davor. Bevor ich jetzt die Frage gestellt hatte. Achso, ist doch gut bisschen. Okay. So. Wir wollten. Aber es kommt keine Antwort auf meine Frage. Dahin und waren hier. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellig. Also wir beiden Kreuz mit 60 mehr tragen. Ja, wobei es ist halt wieder immer so ein Komfortabilitätsding, ne? Ja. Im Prinzip haben wir jetzt wieder über 100 Kilo. Ja. Oh, welche Frage musste gerade neu laden? Ich habe gerade gefragt, ob die Qualität bei euch so schlimm ist, wie bei uns hier bei unserem Kontrollstream. Ja, müssen wir es immer in Zukunft vielleicht wirklich über OBS machen. Dann hört Lisa, dann wird halt zwar alles so eine Sekunde gesagt. Ruckelt öfters. Okay, bei euch ruckelt's, bei uns verschwimmt's total. Das war aber gerade eben, dass es halt öfters auf einmal kurz freeze war und wieder weitergegangen ist. Okay. Hm. Ja, wie gesagt, über OBS funktioniert es tadellos, aber dafür hat man halt diesen Nachteil, dass man halt nicht zufällig entdeckt wird. Das ist das eine. Bei mir stockt es immer mal wieder und lädt für ein paar Sekunden nach. Okay, gut, aber das können wir nicht beeinflussen. Aber bei uns ist das Bild total zerkrisselt. Das ist bei euch das Bild so mega zerkrisselt. Ja. Also mir geht es, sagt Alcreen. Okay. Hm. Jetzt ja. Und Bildqualität schwankt auch. Ja, also das ist so schlimm. Ja, es ist immer für eine Weile und dann hört es aber auch wieder auf. Das ist ganz... Ja, so heft, Alter. Was ist denn das? Ja, also Leute, wir können jetzt auch, wenn ihr wollt, können wir auch kurz ausmachen über OBS streamen, dann ist das alles weg. Guck mal, es wird alles in kleinen Quadraten angezeigt. Das ist ja... Ja. Da jetzt im Moment eh nur ihr da seid und keiner, den wir jetzt verlieren würden, sozusagen. Also wir können es auch über OBS machen, dann hört ihr halt immer so eine halbe Sekunde, bevor es passiert, was passiert. Aber das Bild wird in Ordnung sein und es wird nicht stocken. Aller Wahrscheinlichkeit nach. 8-Bit-Optik. Geralt aus Minecraft. Ja, guck mal, guck es mal an, du siehst wirklich, wenn du dich schnell bewegst, siehst du die ganzen einzelnen Quadrate. Ja, komm Leute, Wir machen es über OBS. Wir sind kurz weg, wir sind in ein paar Minuten wieder da. Ja. Also bis gleich. Ja.